Nachdem Huan Zelda vor Vati gerettet hat, wollte Huan Zelda in Hyrule besuchen. Doch das Schicksal sah dies nicht vor, denn Vincent ging getarnt als Huan zu einer Bardame und vereinte mit dieser Fragmente. Dadurch verwandelte Vincent Hyrule in einen schrecklichen Ort. 2018 bis 2020 Huan Timeline. Leute, ich heiße euch zu einem weiteren Projekt von mir und dem guten MikuXC willkommen. The Legend of Zelda, The Adventure of Link, in der Huan-Timeline. Es geht weiter. Endlich. Wird auch Zeit. Ja, richtig. Wir haben, wie ihr gesehen habt, das Opening verändert und wir haben das natürlich getestet. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wie man sich hier durchnavigiert. Erstmal hin. Elimination Mode. Wir wollen Test eliminieren. So, und dann registrieren wir unseren Namen und wir nennen uns natürlich Huan. Wer hätte das denn gedacht? Alter. Unfassbar, ne? Es geht endlich weiter und ich freue mich tatsächlich sehr auf dieses Projekt, denn ich habe noch nie gesehen, wie man das durchgespielt hat. So, Leute, gleich von Anfang an, wir haben zwei Patches installiert. Einmal erstmal ein, wie hieß der, Remake-Patch oder sowas, der die Grafik ein bisschen verbessert. Und dann habe ich noch einen Filter rüber geklatscht und wir haben ein Easy-Patch rüber geknallt. Damit wir uns hier nicht so durchquälen müssen für euch, weil wir das ja ein bisschen angenehm gestalten wollen, das Spiel. Wenn ihr das in Hardcore sehen wollt, also normal, wartet auf das Let's Play auf meinem normalen Kanal, weil ich werde das nochmal normal Let's Playen, auch ohne halt diesen Easy Patch. Aber hier werden wir es mit Easy Patch spielen, damit wir euch eine lustige Darbietung bieten können. Und nochmal zu den grafischen. Wir haben einen Patch runtergeladen. Die Patches werden wir alle in der Videobeschreibung packen, was wir alles draufgezogen haben. Und der grafische Aspekt ist, der macht Link einfach hübscher. Beziehungsweise unser Huan. Also mehr ändert er vom Spiel nicht. Richtig, genau. So, wir starten ins Abenteuer rein. Legen wir los. Yes. Huan, 6 Leben. So, dann wollen wir mal. Da schläft Zelda links. Ja, genau.
Zelda ist übrigens durch Vincents Zauber eingeschlafen und wir müssen Zelda retten. Ja. Also so viel dazu zu der Geschichte mit Vincent hier. Dann gehen wir mal ich raus. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich sein innigster Wunsch, ne? Alles ist hässlich. Warum? Ja, richtig. So, wir machen uns mal auf die Socken. Wo müssen wir denn hin? Der gute Miko hat eine Komplettlösung. Ich habe ja eine Komplettlösung offen, also keine Sorge, Leute. Wir werden nicht irgendwo strugglen. Also strugglen würden wir schon wahrscheinlich irgendwo. Aber wir werden nicht im Kreis laufen. Soll ich dir gerade mal was sagen? Ja. Gehören die beiden schwarzen Balken so bei OBS? Ja, die gehören da so. Ah, okay, alles klar. Ja, ich sehe auch gerade. Wir sind in die ersten Gegner reingelaufen, wo keine Gegner sind. Du bist auf dem Feld gegangen. Und nochmal, bevor wir jetzt, du bist auf dem Weg, da passiert dir nichts. Bevor du rausgehst, erstmal was zum Gameplay-Mechanik. Also, das ist das erste Zelda, beziehungsweise das zweite Zelda in der Timeline. Und es spielt, also ist es anders als die anderen Zelda, denn alles so ist die Kampfszenen und die Städte sind alle in 2D gehalten, während wir auf der Oberwelt in Dragon Quest Manier, in alten Rollenspiel Manier durchgehen und dort alles so erkunden. Richtig. Also ich weiß nicht, was die Entwickler dabei gedacht haben, auf jeden Fall ist das sehr interessant. So, aber wir müssen jetzt erstmal nach oben und nach Westen. Genau, nach oben, nach Westen. Zu der ersten Stadt. Und dort kannst du dich frei erkunden. Oh, die ersten Gegner? Ja, kannst du ruhig mitnehmen. Die Spinnen, ich glaube, die geben Erfahrung. Ja, die geben zwei Erfahrungspunkte. Erfahrung. Oben rechts seht ihr Balken, ganz oben rechts seht ihr hier Dingsbalken, Erfahrungsbalken. Und somit. Wir können unser erstes Level machen. Was sollen wir denn nehmen? Du kannst nur eins machen, live. Ah, ne? Ich kann nur leben. Ja, dann machen wir das doch. Lass dich nicht von den Viecher treffen. Die kriegst keine Erfahrungspunkte. Also, ja, auf jeden Fall sind wir da oben live ein. Und Magic nochmal. Und ja, geh am besten noch nicht in den Wald. Wir gehen erstmal hier den Weg entlang, ne? So, das Spiel ist in seiner normalen Version bockschwer. Wir haben zum Glück den Easy Patch, also kann das angenehm sein. Wir gehen hier erstmal rein. Genau, erkunde erstmal. Town of Ruto. Oh mein Gott, die haben eine Stadt nach ihr benannt. Hallo! 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 Ich bin Juan! Stehst du nicht auf mich? Komm schon! Bitte! Please let me help you! Come inside! Okay? Warum nicht? I can restore your life! Oh, Juan, was hast du denn da gemacht, Rudy? Juan! Kaum ist er eingeschlafen, ne? Echt so? Oh Gott! Stop and rest here! Okay, und hier können wir wieder Magie und Dings auffüllen, ne? Und auch noch mit der alten Frau, ist das dein Ernst? Oh, Juan, was ist denn los mit dir? Hello, young fellow! Hallo, Junge! Link! Oh Gott! I am Error! Guten Tag! Hallo, Error! Er wird später noch wichtig. Ja, der heißt eigentlich Gregor. Das war nur ein Fehler von Nintendo, den die da gemacht haben. So, was haben wir hier für einen Sack? Geh erstmal mit allen Leuten und auch in alle Häuser rein, denn wir kriegen noch was. Find Magician in South of the Castle. Oh, das läuft ja richtig nice. Das war der erste Tipp, ne? Ja. Use keys in palaces. Nutze Schlüssel in Palästen, die du da findest. Super. Ach was. Es gibt ja auf jeden Fall noch einen Zauber zu lernen in diesem Dorf. Das müssen wir vorher noch machen. Okay. Also geh mal in die Häuser mal alle rein und rede mit denen. Geh nicht nach Süden ohne eine Fackel. Oder eine Lampe. Kerze. Ja, oder Kerze, genau. Das ist ein Ende des Dorfes, ne? Ja, also hier müssen wir noch nicht gibt's hin. Hier noch was? In diese Häuser können wir nicht rein. Du sollst mit der Tochter des Zauberers sprechen hier. Sorry, tut mir leid, ich weiß nichts. Ja, passiert mal. Genau. Juan hat ja genug. Tochter des Zauberers. Danke, mit denen hatten wir schon geredet, müssen wir mit der reden. Hallo? Nein! Alter! Goria von Tantaria hat deine Trophäe gestohlen. Was? Unsere, ja. Keine Ahnung, was sie damit meinen. War ich hier schon drin?
Ja, hier ist ein. Ja, Gregor. Hier ist der gute Errol in seiner bescheidenen Hütte. Ja. Nee, ich will nicht bei dir resten, danke. Hammer! Was? Dass Juan Hammer ist, das weiß ich. Hammer! Spektakel! Stein! Tod! MTN! Nice. Nee, Death Mountain meinte ich wahrscheinlich nicht, ne? Ja, stimmt, Death Mountain. Ja, genau, Todesberg. Aber hier ist keine Tochter. Okay. Ich bin ein bisschen in Eile, um zu reden. Ich bin ein bisschen in Eile, um mit Fremden zu reden. Danke, du Lappen. Ja, hier ist nix. Okay, also. Steht geh nochmal aufs Dorf. Das ist jetzt Dorf Ruto, ne? Das ist, ja. Ich glaube, hier sind wir falsch. Hier steht Leuten in Rauru. Wir müssen nach Dorf Rauru. Ja, also wahrscheinlich ist das am Anfang das Anfangsdorf. Gleich mal. Das ist ein gutes Let's Play. Town gleich vertan. Of Ruto. Ja. Ja. Okay. Gleich vertan, also wir gleich raus. Also nochmal zurück. Zu der, wo wir hergekommen sind, dann da rein und dann an Zelda vorbei nach links. Gut. Du kannst auf dem Weg ja durch die Dörfer und Erfahrungspunkte sammeln, wenn was kommt. Geh jetzt einfach hier lang. Also hier und dann nach links, ne? Scheint so. Wenn wir nach links gehen können. Hallo Zelda. Frage. Juan lässt dich mal wieder alleine. Tschüssi. So muss das laufen, Leute. Ich kann hier nicht lang. Okay, also nicht. Okay, dann gehen wir hier nach rechts. Gut. Dann kannst du mal da auf dem Weg, lohnt es sich nicht gegen zu kämpfen, kommt ja nichts. Stimmt, so, einfach rausgehen. Dann müssen wir doch nach hier rechts vielleicht. Geh nochmal da oben in den Busch rein. Da links. Da gibt's gute Erfahrungen. Bleib einfach. Genau. Pass auf, da oben sind Fledermäuse. Ja. Nice. Wir sollten ein bisschen Erfahrung tanken, bevor wir in den Dungeon gehen. Ah, die Fledermäuse sind mies. Richtig miese Bastarde, Alter. Ah, da kommt noch was auf dich zu. Keine nice. Sorge. Ich weiß. Da ist Erfahrung, ein Erfahrungssack. Genau. Wir haben zum Glück. So, perfekt. Wir brauchen, guck mal, siehst du ja, oh, wir brauchen noch 100. 100! Für das nächste Level, ne? Ja, wir haben ja 63, aber wir brauchen insgesamt 100. Oh, sehr nett, dass diese respawnen. Ja, nett. Wir können hier endhart leveln. Endhart leveln. Aber ich schlage mich bis jetzt nicht. Ich schlag mich bis jetzt nicht schlecht, finde ich. Bis jetzt läuft es ganz gut. Definitiv. Aber wenn du mal ganz ruhig abseits des Weges gehen, also dann kriegst du mehr Erfahrung, ne? Wir wollen ja. Also die bringen ja gar nichts, weißt ja. Ich weiß. Ich versuche nur an die Spinnen ranzukommen und keinen Schaden zu kassieren. So, gehen wir mit raus. Wir können die vielleicht was droppen, ja, aber sonst. So, aber wo ist denn da? Das müsste das erste Dorf sein, oder? Das müsste das erste Dorf sein. Wenn das Rauru ist. Gucken wir mal. Willkommen. Ja. Willkommen bei Rauru. Nice. Hier kann ich nicht rein. Das ist bestimmt für so eine alte Tussi. Oh, ich habe mich verlesen. Sie steht nach Osten. Ich habe gedacht nach Westen. Also, geh zum Kristall im Palast in Parapa. Nice. Machen wir irgendwann. Genau. Ist das wieder Gregor? Wenn alles fehlschlägt, benutze Feuer. Danke. Alles klar. Danke für den Tipp. Burn it down. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Bitte. Lass mich dir helfen. Nein. Wir sind noch voll. Nee, du. Was willst du? Nur der Hammer kann einen Stein zerstören. Oder eine Wegsperre zerstören. Ja, genau. Würde ich ja auch so sagen. Irgend sowas. Hallo. Mit der ist eine. Mit der in lila. Ja, oh Gott, Link! Link, du sollst nicht rede mit diesem Sack kleinen reden. Bastard da! Rede mit meinem Vater, bevor du die Stadt verlässt. Danke. Machen wir. Kannst du da rein? Ja. Ist das der Vater? Nee. Jede Stadt hat einen weisen Mann. Lerne von ihm. Nice. Okay, Ruto hat aber gar nichts dabei. Oh, was geht hier denn ab? Der weise Mann. Guck dir diesen Bart an. Parappa! In der Parappa-Wüste! Nutze diese Magie, um zu überleben! Oh. Alter, was macht der da? Schild! Ja, nimm! Hab ich das jetzt genommen? Ja, warte mal. Ja, hab ich. Warte mal, bleib mal stehen. Guck den alten Mann mal an.
Kifft er da ein? Zieht er da einen durch? Ja, natürlich zieht er da einen durch. Alter! Was denkst du denn? Aber jetzt guck dir den mal an, das sieht wirklich aus, als wenn er sich eine Kippe da anzündet oder so. Ja, aber jetzt. Und pafft. Jetzt, wie aktiviert man die Magie? Muss auswählen, glaube ich. Ah, mit Select. Genau. Okay. Aber das kostet einen Magiepunkt, ne? Merkt ihr halt einfach. Ja, genau. So, jetzt muss ich mit ihr nochmal reden. Nee, danke. Ja, jetzt kannst du noch ein bisschen leveln und dann machen wir uns auf den Weg zum ersten Dungeon. Ja. Nachdem du hier ein bisschen Stadt erkundet hast noch. Finde das Herz in Süd Parappa. Machen danke. Wir. Danke. Huch. Was bist du denn? Hey, kleiner Cracker. Benutze eine Kerze im Parappa-Palast. Geh nach Westen. Alles klar. Der Kleine hat viel Ahnung. Das war Rauru, ne? Der Ketter spielt besser als wir. Echt so. Das war Rauru. So, dann auf geht's. Dann nach rechts da einfach erstmal. Und dann erstmal gegen Viecher kämpfen. Um nochmal ein Level zu bekommen. Oh Gott. Was geht denn mit ihm ab, Alter? Au! Gott, du dämlicher Sack, Alter. Stirb! Oh, jetzt aber mal wie aktivieren können. Jetzt habe ich kein Schwertstrahl mehr. Das ist ein bisschen nervig. Oh. Ja. Ach ja, also ein Schild. Ich kann ja abwehren. Oh, die geben 10 EP, Alter. Oh, was? Komm her, Mr. Spinne. Alter, ich hasse dieses Spiel. Jetzt also, schon. Vincent hat die Welt ordentlich verzaubert, ne? Durch seinen Wunsch. Zum Glück können wir nochmal in die Stadt und uns heilen. Sehr gut, das können wir mal jetzt machen, nachdem wir in Level gestiegen sind. Sind wir in Level gestiegen? Nein. Jetzt muss ich wieder mit so einer netten Frau reden. Oh Gott. Ich möchte mit so einer netten Frau reden und nicht mit so einer Lappenoma oder so. Ja, du musst in der Nähe vom Haus gehen, wo die einen reinlässt. Ja, das muss doch hier. Ach nee, das ist die Oma hier, ne? Die mich dann da reinlässt, okay. Die heilt, glaube ich, nur Magie. Ja, genau. Hier müsste das doch sein, das Haus? Oder? Ich kann da nicht rein, ich muss auf so eine Tussi warten. Da! Oder? Hallo! 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 Bitte stirb, Alter! Und du? Nein. Nee, war wahrscheinlich ein Gang weiter. Ja, gehen wir mal einen weiter. Das ist ein Let's Play, ne? Das ist da, ein Let's Play. Die vielleicht. Nee, war die ganzen Frauen vorbei. War die nicht rot, die uns immer heilt? Ich weiß es nicht. Ja. Die vielleicht? Ich rede mal mit ihr. Nein. Nee. Ich soll mit ihrem Vater reden, damit er mir ein Schild beibringt. Nee, dann gibt's in Rauru wohl nicht so eine Frau. Da war gerade eine rote. Ja, aber die sagt dann nur wieder was anderes. Egal, du steigst, egal, geh weiter Level, nach rechts. Wir wollen Level. Fee! Da ist eine Fee! Da will die Fee ein! Nice! So, guck mal, so geht's doch auch. Müssen wir doch nicht ständig zum Heilen gehen. Oh Gott! Jetzt habe ich eine E-Mail in meiner Aufnahme. Den Mauszeiger hast du nicht in deiner Aufnahme, oder? Nee. Gut. Du solltest nie auf den Weg gehen, wenn du die Schleime machen möchtest. Ja, ich weiß. Geben gute Erfahrung. Ich muss mir jetzt gerade merken, wann ich die Kacke rauscutten darf. Ja, du bist schon wieder auf den Weg gegangen. So. Gut, Schleime. Oder was auch immer. Nee, nur Spinnen. Komm runter. Oh. Stirb. Das war knapp. Danke. So, perfekt. Alter, die mir gehen diese Lappen hier auf den Sack. So, perfekt. Alle Tiere. Nicht mehr viel. Komm, Link, töte die. Nein. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Jetzt schon, das hat noch nicht mal angefangen. Alter, ist das nervig. Oh. Wieso? Ach so, Zauber. Ach stimmt, du hast einen Zauber aktiviert, ja. Und Magie ist wieder voll. Nice, gehen wir weiter. Schnell weg hier. Wir können ja schon mal auf dem Weg durch die Höhle da gehen. Wir müssen eh durch. Ah, okay, dann müssen wir jetzt durch. Also als nächstes, ne? Müssen wir als nächstes hin. Unser nächstes Ziel ist das. Okay, los, Spinne, komm runter. Nice.
Nicht mehr viel. Oh Gott. Der gibt 10, ne? Ich weiß. Stirb. Du Lappen. Magic oder... Ja, wir können nur Magic, ne? Ja. Sehr gut. Wir aufgestiegen. Weiter geht's. So, dann geht's durch die erste Höhle. Und das ist alles so schön blau. Jupp. Wahrscheinlich sehr kalt, würde ich behaupten. Ich glaube, oh Gott, ich kann nichts sehen. Pass auf. Auf Fußboden. Den siehst du an den, ganz leicht an den Bewegungen. Oh Gott, das ist ja nervig. Langsam laufen. Du weißt nie, du musst auf den Boden achten. Nicht, dass dir was entgegenkommt. Gut, wir sind durch. So, jetzt gehen wir erstmal nach Süden gleich. Südlich, weil... Wow, Brudi, Alter. Was geht hier denn? Bei dir kannst du nichts machen. Schnell weg hier. Schnell raus hier. Südlich, da kriegst du ein Herzteil. Nee, noch nicht. Da ist der Dungeon. Oh, ja, ja, gut. Ich weiß. Hast du gesagt? Ich hab's verstanden. So, los geht's. Nein! Nee. Oh, natürlich. Aber zum Glück kriegen wir nicht so viel Schaden. Ohne Easy Mode wären wir bestimmt schon verreckt. Easy going. Sehr wahrscheinlich, ja. Aber es ist ein interessantes Spiel. So, hier lang. Und kannst du da links in die... Ah, da unten. 7. Oh, pass auf. Oh Gott. Oh, pass auf die Blase unten auf. Das erinnert mich an Ninja Gaiden, Alter. Ein bisschen Plattforming kann man machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß schon, warum Miyamoto dieses Spiel verbannen will. Am liebsten. Danke, wir sind durch. Hier, ne? Scheint so. Stonehenge? Aber wo? Noch nie aus dem Bild. Irgendwas muss da ja geben. Da. Da. Wer ist das denn? Ja, jo. Genau. Rudi, Alter! Er gibt 20 EP, Alter. 20! Aber er schadet mir auch ganz gut. Ja, mit gesehen. So, dann können wir weg. Wir müssen natürlich nochmal die Platforming-Scheiße machen. Oh, Zeit für ein bisschen Ninja Gaiden, ne? Wie kam man auf die Idee, ne? Ich hab keine Ahnung. Wir machen mal Mario draus. Das gefällt ja den Spielern so. Ja. In einem Adventure. Ja, gut, dann haben wir ja alles. Wir können ja eigentlich in den Dungeon Location rein. Richtig. Pass auf. Hier war das, ne? Nee, diesmal war nix da. Ach, willst du mal heilen, oder was? Ich muss wieder zurück. Wir müssen ja in den Dungeon, ne? Hörst du mir nicht zu? Irgendwie gerade nicht. Ich bin voll geflasht von dem Spiel. Es ist sehr interessant, ne? So ein bisschen, ne? So, auf geht's ist in den Dungeon. Das ist mal was anderes. Jo. Ja, moin! Oh Gott! Ja, Diggi, ist klar! Die kannst klar. Du mit Schild aktivieren. Die geben ganze 5. Oh, pass auf. Die geben... Wir sterben gleich, ne? Ich seh's kommen. Deswegen geh schnell in den Dungeon. Genau, ich wollte mich ducken. Wieso kann ich den Schild nicht aktivieren? Hast du ihn aktiviert? Du musst halt nur in die Richtung blicken. Ja. Nicht ducken, da musst du stehen, da musst du stehen. Wie bei Zelda 1 ist man angewöhnen, ne? Ja. Danke. Das ist ganz schön schwer. Wer kam auf die Idee, so ein Spiel zu entwickeln? Aber es geht los. Der erste Dungeon. Der erste Dungeon, das wird die Hölle werden. Oh, los du geht's. Hast noch 2 volle Balken. Vielleicht kriegen wir ein Level ab und erhöhen nochmal irgendwas. Und runter. So, beim Dungeon. Oh nein. Und, pass auf. Und die, ja, die Rudi! Die geben keine Erfahrung, ne? Nee, leider nicht. Geh mal weiter. Brauchen wir leider erst. Ja, guck mal, die können hier einfach durch. Die cheaten doch. Ein Wallhack. Die cheaten doch, Alter. Kannst du mir doch nicht erzählen. Oh, wie schnell die manchmal sind, ne? Die kommen einfach aus dem Nichts geschossen. Ich sehe das. Da muss man halt sehr schnell reagieren. Die geben halt noch nicht mal EP, ne? Das ist so unfair, Alter. Ah, da, aber die. Wenigstens ein bisschen was. Ganze 2. Ja, oh Gott. Bringt er hier runter? Oh nein. Pass auf, sein. Ja. Sehr gut. 30, Alter. Ja, moin, Brudi. Da ist der Schlüssel.
Faso. Natürlich. Schlagen. Natürlich kann wie ich immer. Den, natürlich kann ich den Schlüssel mit Schlagen holen, ne? Dieser dreckige Huan. Er hat immer, er packt immer seine lange Nudel aus. Wir könnten die respawnen lassen die ganze Zeit und dann könnten wir Erfahrung sammeln. Aber es dauert halt lange, bis wir steigen. Guck mal, oh, 150. Guck mal mein Leben, Alter. Lass dich nicht mehr treffen. Als wäre das so einfach. Mach ein Safe State oder so vorher, bevor du jetzt gleich weitergehst. Ach, wir haben doch 6 Leben oder so. Hab schon. Ich glaube, wir starten immer beim Anfang. Ernsthaft? Ja, es wird hier einfach mal ab und zu mal Dings machen. Danke. Weil wir haben ja noch einen Boss vor uns. Vielleicht. Oh Gott! Nein! Oh, dieses Spiel. Mach doch nicht diesen! Dieses Spiel macht mich fertig. Und es hat gerade mal angefangen. So, Vorsicht, nicht so weit, nicht so schnell, nicht so schnell. Es kann sein, dass gleich der Boss kommt. Sehr gut, EP, oh, sehr Alter. Gut. Gehen wir erstmal. Oh Gott. Yes! Oh, wir brauchen eine Level-Up jetzt. Komm, noch ein Skelett. Na, noch ein Skelett, der tötet uns, Alter. Ein Schleim. Hast du ein Schild aktiviert? Wie? Ich weiß immer noch nicht, wie es jetzt. Oh, scheiße. Ach so, ich muss den erstmal mit Start auswählen und dann Select drücken. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Skelett, nice. Oh, nice. Na, ja. Leben, Attack. Ne? Leben oder Attack? Du such dir Attack aus. Attack geht nicht. Attack ist erst bei 200. Okay. Oh, nice. Weil du kannst auch musst du dann canceln, ne? Für ja. Oh, krass. Oh, da wäre eine Fee gewesen. Ja. Das ist natürlich sehr nett. Super. Ich hätte jetzt da gelassen, ne? Wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Ich glaube, die respawnt, oder? Hallo? Ach, scheiße, natürlich respawnen die nicht. Nächstes Mal lassen wir sie da. Also merken. Ja, merken wir uns. Auf jeden Fall. Stirb. Oh, wir haben den Schwertwurf wieder. Nein. Danke. Hast du gedacht, der speit Feuer? Ja. Ein Schleim. So, gestorben. Wieder weg. Die Ratten, ne? Echt so. Die Nerven halt des Todes. Ja nicht. Oh Gott! Yes! Das ist der Zwischenboss, oder? Ich glaube, das ist der Endboss. Was wirft er da? BHs? Ich glaube schon, ne? Was hat Vincent Lust? Und wie komme ich zu jetzt? Zu denen durch? Er ist ein aktiviertes Schild, genau. Und einfach durch. Lauf einfach durch und hau ihn kaputt. Ja, jetzt kannst du nicht so 50 EP, Alter. Das war 100 pro der Zwischenboss. Wollen wir wetten? Ja, der sah sehr danach. Ja, aber der Schild ist schon echt gut, ne? Danke! Du dämlicher Schleim, Alter. Aber wir haben einen Easy-Patch drin. Also Leute, wir werden hier nicht so... Wir werden wahrscheinlich trotzdem oft verrecken. Wahrscheinlich, also, ja. Aber nicht so oft, wie wenn der gute Trainer das normal gespielt hätte. Lass ihn einfach aus dem Screen laufen. Er dreht eh um. Das war mit klar. Mit seinem Messer im Anschlag. Was für ein Huan, Alter. Ist so, die Fee jetzt respawnt? Runter, ne? Nee, der gute Miko hat recht, die respawnt leider nicht. Also jetzt geht's jetzt mal runter. Wir waren ja links schon. Okay. So, und... Aber gut, dass wir den Schlüssel... Yo! Oh Gott! Da, ich weiß schon, warum viele Leute dieses Spiel hassen. Stirb doch endlich! Oh... 200 EP! Wow! Yo! Attack, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt machen wir mehr Schaden, Alter. Aber unser Leben wird dadurch nicht aufgefüllt. Krass. Leider nicht. Danke. Oh, die Skelette sind nice. Die sind richtige Erfahrungsträger. Die geben gut EP, ne? Oh Gott, nicht schon wieder so einer, warte. Der schmeißt... Aber hier kommst du unterdurch, leicht unterdurch. Hau ihn kaputt, Alter. Der schmeißt mit BHs seiner Mutti. Echt so. 50 EP, Alter. Nice. So, sind... Oh Gott, nicht schon wieder so ein Ritter, Alter. Oh ja. Vor allem ist das erste Dungeon, ne? Und ja, dann kommt sie gleich mit so einer Kacke, ne? Oh Gott, wir werden sterben, Alter. Ich seh's so kommen. Danke. Scheiß Fix, Alter. Alter. Uff. Oh, pass auf, dass du deine Rüstung, Zauber. Aktiviert der Zauber. Auf jeden Fall, das ist der Boss, ne? Hau ich kaputt.
Oh Gott, man muss sich am Kopf schlagen, ne? Ja. Uff. Ja, genau. Komm. Ja, er hat's abgewehrt. So, komm her. Du Lappen, yes! Was ist das für ein Boss, Alter? Und der gibt gerade mal 50 EP und gibt. Das war der Zwischenboss. Echt jetzt? Du willst mich rollen, oder? Nee. Das war der Endboss. Oh. Im ersten Part schon den ersten Dungeon geschafft. Das ist nice. Das kann gerne so weitergehen, ne? Alter, wir haben 300. Wir können Magie nochmal power-uppen. Willst du Magie hochpowern oder lieber attacken und live, auf live warten? Weil Magie benutzen wir bis jetzt immer noch nicht so viel. Also erstmal würde ich canceln, ne? Ja, gut, genau. Canceln wir erstmal. Geschafft. So, dann würde ich aber sagen, wir beenden hier den Part, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut. Das war doch ein nice erster Part. Genau, im nächsten Part gibt's keine E-Mail-Benachrichtigung. Gut, ihr seht die eh nicht, aber... Das werde ich jetzt gleich versuchen auszubessern. Aber Leute, das war's. Ich überlasse Miko im ersten Part die Abmoderation. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen und sage am Ende, nachdem Miko abmoderiert hat, nochmal tschüss. Also bis gleich. Ja, für den ersten Part war es sehr, 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 sehr cool zuzusehen, wie der gute Trainer gespielt hat. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt, für mehr Zelda und für mehr Huan Timeline. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ja, Leute, dann würde ich auch sagen, genießt noch euren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!